mich, dass jetzt die letzte Pointe hier in Zürich die Weltpremiere hat. Ja, es könnte ja nicht besser sein. Es ist ein Film von Zürich, über Zürich, von Zürcher, also muss in Zürich die Premiere sein. Und wie ist so dein Gefühl jetzt, bevor man das erste Mal so einem Publikum, einem öffentlichen Publikum zeigt? Ja, das ist, ich sage am X, il momento della verità. Aber das kann ich dann im Detail sagen, wenn wir die Vorführung hinter uns haben. Wartest du am X so, auf wo kommen die Lacher und wo reagieren die Leute? Ich warte gar nicht. Ich schaue den Film mit dem Publikum und dann entweder es funktioniert oder nicht. Man kann nichts mehr machen. Ja, du hast jetzt doch lange daran gearbeitet. Was ist, wenn er nicht funktioniert? Er funktioniert. Das haben wir wollen. Super. Vielleicht noch eine kleine Frage. Jetzt bis am 9. November, was passiert? Kann man den Film schon irgendwo anders noch sehen? Der Film hat Kinostart am 2. November im Lunchkino in Le Paris in Zürich. Und ab 9. November läuft er sozusagen dann in vielen deutsch-schweizer Kinos und in Zürich dann im normalen Programm.